Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute gebe ich dir einen Tipp mit dem du auf Fingerschnips dein Selbstbewusstsein stärken kannst und die Frau, die vor dir steht, die du dich vielleicht gerade nicht traust anzusprechen, trotzdem anzusprechen. Und um zu verstehen, warum dieser Tipp funktioniert, musst du erstmal verstehen, was unsere Körpersprache mit uns macht. Denn das sehe ich immer wieder bei Coaching-Teilnehmern. Sobald sie in einen schlechten Zustand kommen, in einen schlechten Gefühlszustand, ändert sich automatisch ihre Körpersprache. Ja, also wenn ich dich jetzt frage, stell dir mal jemanden vor, der so ein bisschen depressiv ist, der hat schlechte Laune, stell dir mal vor, wie seine Körperhaltung ist. Dann stellst du dir bestimmt jemanden vor, der vielleicht ungefähr so ist. Also geht so mit Kopf nach unten, so guckt vielleicht auf den Boden, so ein bisschen, lässt so ein bisschen die Schultern hängen, eher so. Du stellst dir sicherlich nicht jemanden vor, der so da steht und ah und ja und so und ah ja und großartige Bewegung macht mit seinem Körper. Denn unser emotionaler Zustand hängt mit unserem Körperzustand zusammen. Das heißt, achte mal darauf, wenn du unterwegs bist und du merkst, ah, ich krieg das gar nicht hin mit den Frauen sprechen, dann liegt das höchstwahrscheinlich auch daran, dass du in einem schlechten körperlichen Zustand bist. Das heißt, du bist irgendwie so ein bisschen eingeknickt, du machst so ein bisschen deinen Körper ein bisschen enger, statt ihn breit zu machen, statt ihn einfach gerade hinzustellen. Und da kann es enorm helfen, wenn du ein paar kleine Körperveränderungen machst. Das kann schon dabei helfen, dass sich dein emotionaler Zustand verändert und die Frau dann ansprechen kannst. Zum einen kann es helfen, wenn du natürlich dich erstmal gerade hinstellst, also wirklich gerade hinstellen, Brust raus, Arme runter, atme mal aktiv ein so und während du einatmest, schiebt man die Brust nach vorne und dann Blick geradeaus, na, du willst nicht hochnäsig gucken, aber du willst Blick geradeaus richten, nicht auf den Boden. Und schon alleine das kann helfen, aber wenn das nicht hilft, dann kannst du für 1-2 Minuten dich einfach mal in der Victory-Pose hinstellen. Also wirklich so, schau auch ruhig nach oben, so ein bisschen Kopf nach oben, mach diese Victory-Pose, breite deine Arme aus, nimm mal richtig viel Raum ein, richtig viel Platz in deiner Umgebung, breite dich aus, Arme nach oben und du wirst merken, wenn du das für 1-2 Minuten machst und dabei wirklich so ordentlich atmest, dich breit machst, Platz einnimmst, mach das 1-2 Minuten und dein emotionaler Zustand hat sich hundertprozentig verändert. Eine Sache, die du auch machen kannst, die ist jetzt nicht so gut für unterwegs, aber das ist die effektivste Körperhaltung, die du einnehmen kannst, um deinen emotionalen Zustand sofort zu verändern, ist, wenn du dich hinsetzt, das kann ich jetzt nicht nachmachen, aber du setzt dich hin, legst die Füße auf einen Tisch und machst die Arme so hinter den Kopf. Ja, also du legst die Füße am Tisch, hast die Arme hinter dem Kopf und so sitzt du da. Das ist eine der effektivsten Methoden, die kann innerhalb von Sekunden dafür sorgen, dass sich dein Testosteronwert erhöht, also dass sich dein Zustand erhöht, weil sich deine Hormone sogar verändern, einfach nur, weil du deinen körperlichen Zustand verändert hast. Aber achte mal drauf, das ist die eine Sache, mit der du innerhalb von wenigen Sekunden deinen emotionalen Zustand ändern kannst, wenn du einfach nur deinen körperlichen Zustand veränderst, mehr Raum einnimmst, dir den Raum nimmst und dann wirst du merken, du sprichst die Frau ganz anders an, viel dominanter, viel selbstsicherer und dann funktioniert das auch, der Flirt mit der Frau. Schön, dass du dabei warst heute. Morgen geht's weiter mit den Videos. Hier links kannst du den Channel abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Unter mir geht's zur Coaching-Bewerbung. Die Coaching-Plätze für nächstes Jahr sind jetzt offen und rechts von mir kannst du zu einem Video kommen, das ich dir empfehle, wenn dir dieses Video hier gefallen hat. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.